In Aeneas spielen wir als Trojaner gegen drei feindliche trojanische Siedlungen. Euer Ziel ist es, mit Lavinia eine neue Siedlung zu gründen und für die Sicherheit unserer Untertanen zu sorgen. Mit anderen Worten, wir müssen alle umbringen. Diese Karte ist auf Normal nicht ganz einfach. Dem Skript nach zu urteilen ist sie auf Leicht aber deutlich einfacher, da alle Gnadenfristen um 30 bis 40 Minuten verlängert werden und die KI auf Defensiv gesetzt wird. Der blaue Trojaner nordöstlich von unserer Startposition kann nicht expandieren, was uns sehr gelegen kommt. Die grünen und gelben Trojaner westlich von uns dagegen können sich in unsere Richtung ausdehnen, weshalb wir diese Grenze sichern müssen. Alle drei starten mit relativ vielen Zielobjekten und daher auch mit hoher Kampfkraft. Der blaue Trojaner startet auf Normal mit 130%. Die Karte ist generell sehr rohstoffreich. Kohle, Eisen, Gold und Stein stehen uns in den Bergen zur Verfügung. Weit mehr, als wir brauchen werden. Eine kleine Startvorgabe finden wir bei den Geologen. Zusätzlich liegen an der Küste im Süden weitere Güter, die wir benötigen werden. Beachtet, dass diese von einem Rucksackkatapultisten bewacht werden, schickt also keine Zivilisten dorthin, bis ihr ihn beseitigt habt. Zu Beginn reißt ihr alle Türme bis auf einen einzigen, sowie die Goldschmelze und die zwei überflüssigen Aussichtstürme ab. Den letzten Turm behaltet ihr, bis ihr den Bau eurer Verteidigungsstellung begonnen habt. Der Anfang ist etwas trickreich, da wir ohne Rohstoffe starten und den eigentlichen Bauplatz für unsere Siedlung zunächst erschließen müssen. Wandelt den Großteil eurer Planierer in Pioniere um, nutzt die in Kombination mit Türmen, um das Land möglichst schnell zu erobern. Baut außerdem früh einen kleinen Tempel, um die Mana-Produktion ans Laufen zu bekommen und auch einen Priester sinnvoll nutzen zu können. An der Küste gibt es auch Nahrung und Waffen, weshalb ihr die Nahrungsproduktion und die Schwerindustrie zunächst links liegen lasst und ein bis zwei Goldschmelzen sowie eine Kaserne vorzieht. Tut euch dabei einen Gefallen und baut die Kaserne im Westen in der Nähe eurer zukünftigen Verteidigungslinie. Mit eurem Priester könnt ihr die fehlende Nahrungsproduktion bei Bedarf überbrücken. Achtet generell auf eine hohe Anzahl an Trägern und erhöht die Transportpriorität für Gold. Zur Verteidigung baut ihr große Türme im Westen eurer Siedlung. Beachtet, dass der blaue Trojaner gelegentlich zum Angriff durch eure Siedlung marschieren wird. Passt also auf etwaige Spezialisten, Soldaten und euren Priester auf. Aus diesem Grund ist auch eine Kaserne bei den Kohleminen, wo ich sie in meinen beiden Spielen platziert habe, eher suboptimal. Sorgt dafür, dass eure Türme mit Level 3 Soldaten besetzt sind. Scheut euch aber auch nicht, eure Truppen mit Level 1 zu verstärken. Ihr werdet am Anfang deutlich mehr Waffen als Gold besitzen. Der erste Angriff kann bereits innerhalb der ersten 30 Minuten erfolgen. Spätestens danach solltet ihr die ersten zwei Türme fertig haben. Langfristig strebt ihr mindestens 6 Goldschmelzen und je 2 bis 3 Eisenschmelzen sowie Waffenschmieden an. Das Wichtigste ist, dass ihr euch etabliert und eine stabile Verteidigung aufbaut. In dem Spiel, das ich aufgenommen habe, musste ich die westliche Grenze nicht vollständig mit Türmen sichern, da der gelbe Trojaner wohl etwas faul war und der grüne ihm den Weg abgeschnitten hat, der selbst aber nicht so expansionsfreudig ist. Wenn der gelbe Trojaner normal expandiert, müsst ihr aber eine Mauer aus Türmen bauen, damit eure Siedlung sicher ist. Sobald ihr etabliert seid, solltet ihr in Zielobjekte investieren. 3 bis 4 Sets sind sinnvoll, um eure Kampfkraft auf ein Level mit den KI-Spielern zu bringen. Denkt dran, dass Sets einen Bonus bringen, den ihr in diesem Fall mitnehmen solltet. Wenn ihr mit eurer Kampfkraft zufrieden seid und mindestens 200 Level 3 Soldaten außerhalb eurer Türme habt, könnt ihr in die Offensive gehen. In meinem ersten Spiel war der grüne Trojaner mit Abstand der schwächste, aber ich habe in beiden Spielen die gleiche Strategie verfolgt. Drängt den grünen Trojaner bis zum Gebirge zurück und sichert den dortigen Engpass mit Türmen. Dieser Weg wird auch vom gelben Trojaner genutzt und auch der blaue greift manchmal von dort an, wodurch ihr hier alle drei Gegner schwächen könnt. Im zweiten Spiel war ich etwas voreilig und habe dadurch starke Verluste hinnehmen müssen. Letztendlich gelang es mir aber nach über 30 Minuten den Bereich zu sichern und allen drei KIs deutliche Verluste zuzufügen. Dass die trojanischen Heiler echt faul sind, hilft leider auch nicht. Offenbar deckt die Krankenkasse der trojanischen Soldaten keine Kriegsverletzungen ab. Sobald sich eure Truppen erholt haben, zieht ihr weiter bis zur nächsten Kreuzung und erobert die drei Türme dort. Ich baue dort gerne zusätzlich 2 Burgen, um das Gebiet abzusichern. Ab hier ist es euch überlassen, wen ihr zuerst besiegt. Beim ersten Spiel habe ich den grünen Trojaner priorisiert, da er am schwächsten war. Im zweiten den gelben, da er die größere Bedrohung darstellte und das Gebiet des grünen genau zwischen den beiden anderen liegt. Die inneren Verteidigungen aller drei KIs sind deutlich schwächer. Wenn ihr also erstmal die äußeren Linien durchbrochen habt, könnt ihr enormen Schaden anrichten. Wenn alle drei KIs besiegt sind, habt ihr gewonnen. Aeneas, mein Schatz, wie war dein Tag heute? Ich habe heute deinen Vater umgebracht. Und alle seine Untertanen auch. Die sind alle tot. Ah!